herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Gelassen älter werden, der 60-plus-Podcast mit Bertram Kasper. In diesem Podcast geht es darum, über alles zu sprechen, was mit dem Älterwerden zusammenhängt. Es geht um Motivation und Inspiration, um Bildung und natürlich um Unterhaltung. Unter dem Motto Gelassen leben soll ein Anfang gemacht werden, um eine Pro-Aging-Kultur in unserer Gesellschaft zu etablieren. Lassen Sie sich inspirieren und werden Sie so entspannt älter. Also dann, lehnen Sie sich zurück und genießen Sie unseren Podcast. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Heute die 6. Episode. Das Thema: Was sagt denn die Wissenschaft und die Praxis zum Übergang ins Rentnerdasein? Dazu konnte ich Frau Dr. Katharina Mahne gewinnen und begrüße sie recht herzlich. Frau Dr. Katharina Mahne ist Soziologin und hat sich viele Jahre mit dem Älterwerden auch als Forscherin beschäftigt. Herzlich willkommen, Frau Dr. Katharina Mahne. Ja, hallo, Herr Kasper, ich freue mich. Ja, wenn Sie sich unseren Hörerinnen einfach ein bisschen vorstellen und was zu Ihrem Hintergrund sagen. Ja, also Sie haben es gesagt, ich bin promovierte Soziologin. Ich habe eine Ausbildung zum systemischen Coach und bin angehende Körpertherapeutin. Das ist so mein Ausbildungshintergrund. Meine wissenschaftliche Arbeit, die habe ich 10 Jahre lang am Deutschen Zentrum für Altersfragen in Berlin gemacht und habe dort zuletzt den Deutschen Alterssurvey geleitet. Der Alterssurvey ist die größte deutsche Studie zum Thema Alter und Älterwerden und stellt Daten zur Verfügung für die Forschung und auch für die Politikberatung. Das habe ich bis Mitte 2017 gemacht und seit 2018 bin ich selbstständig als Ruhestandscoach und arbeite da mit Einzelpersonen bei mir in der Praxis oder mit Gruppen im Rahmen von Seminaren, wo es darum geht, sich auf den Ruhestand vorzubereiten. Genau, total spannend finde ich, weil Sie beide Perspektiven mitbringen, die der Wissenschaftlerin, aber auch die, die inzwischen eine Menge Erfahrung ja, mit der Umsetzung in die Praxis hat. Ja, mein Name ist Bertram Kasper und ich selbst bin mit fast 59 Jahren in der 3. Lebensphase angekommen und ich möchte mit diesem Podcast Selbstgestalter der vor mir liegenden Jahre sein. Ja, und ich würde sogar sagen, dieses Hörmagazin ist für mich eine echte Herzensangelegenheit. Steigen wir ein, Frau Mahne. Mhm. Was sagt denn die Forschung, die Alternsforschung, wie ich gelernt habe, was sagt die zum Übergang ins Rentnerleben? Ja, genau. Also die Alternsforschung, ja, die betont ja sozusagen den Prozess des Älterwerdens. Deswegen ist das N da nochmal reingekommen. Es geht nämlich nicht nur um die Leute, die schon alt sind, was auch immer das sein soll, sondern um den Prozess des Älterwerdens. Und so würde ich auch ganz gerne einsteigen und so ein bisschen breiter drauf gucken, weil der Übergang in den Ruhestand ist ja ein Ereignis, was im Lebenslauf stattfindet. Und wir sprechen da in der Lebenslaufforschung von einem kritischen Lebensereignis. Kritische Lebensereignisse, die sind nicht automatisch schlechte Ereignisse, ja, was man ja meinen könnte bei dieser Bezeichnung. Beispielsweise ist auch die Geburt eines Kindes ein kritisches Lebensereignis. Aber wenn ich mal kurz auffächern darf, was so die wesentlichen Merkmale eines kritischen Lebensereignisses sind, dann wird trotzdem ziemlich schnell klar, warum der Übergang in den Ruhestand für die Forschung ein interessantes Thema ist. Mhm. Also kritische Lebensereignisse, die zeichnen sich dadurch aus, dass sie nicht rückgängig gemacht werden können. Das heißt, wenn ich einmal in Rente bin, dann bin ich in Rente. Ja, dann kann ich zwar mir vielleicht nochmal eine Tätigkeit suchen, die auch bezahlt ist, aber erstmal bin ich in diesem Status angekommen. Ja. Kritische Lebensereignisse, die sind auch so, dass sie außerhalb unseres alltäglichen Erfahrungshorizontes liegen. Und deswegen greifen dann auch so gewohnte Bewältigungsstrategien nicht. Das macht den Ruhestand ja auch aus, dass er nicht geübt werden kann. Also es ist nichts, was ich irgendwie schon mal erfahren kann, sondern ich kann das von außen bei anderen sehen, wie die damit umgegangen sind, aber die eigene Erfahrung mache ich eben dieses eine Mal. Was auch dazu gehört ist, dass solche Lebensereignisse von heftigen Emotionen häufig begleitet sind und
so ein bisschen was Krisenhaftes haben, weil sie eben das gesamte Lebensgefüge so durcheinander bringen und verschiedene Lebensbereiche betreffen. Da geht es eben nicht nur um Arbeit und Freizeit, sondern es tauchen andere Themen auf, wie Partnerschaft gestalten, Sinnhaftigkeit und diese ganzen Dinge. Und das, was den Übergang in den Ruhestand auch noch so wichtig macht, ist diese Entberuflichung, nennen wir das, ja. Also, dass das Rausfallen aus dieser zentralen, vergesellschaftenden Aktivität der Arbeit meine gesellschaftliche Einbindung verändert. Was auch dadurch passiert, ist, dass sich meine sozialen Netzwerke verändern. Also ich höre das oft von meinen Klienten in den Seminaren, die sagen, naja, solange ich hier noch arbeite, kommen meine Kontakte frei Haus. Aber wenn ich hier erstmal raus bin, dann muss ich mich da selber drum kümmern. Mhm. Was noch dran hängt, ist natürlich Zeitstruktur, ja, also das zentrale Gerüst, der nicht nur den Tag, sondern auch die Woche, den Monat, das Jahr strukturiert, fällt weg. Und mit dem Übergang in Ruhestand ist auch häufig so der Beginn des Alters verknüpft. Also wenn ich in Ruhestand bin, dann gehöre ich zu den Alten. Ja. Deswegen ist das so ein zentrales Ereignis. Mhm. Und was auch gesagt wird, ist, dass das Alter bislang noch wenig attraktive Rollen bereitstellt. Und da geht ja, glaube ich, auch so die Intention Ihres Podcasts ein bisschen hin, mhm, ja, zu gucken, was ist das Reizvolle am Älterwerden oder was sind die Gewinne auch am Älterwerden. Weil bisher, wenn man mal so guckt, was stehen so für Rollen im Alter zur Verfügung, dann ist das zum einen Großelternschaft. Ja, das ist etwas, was erst so im späteren Lebenslauf kommt. Und sowas wie ehrenamtliche Tätigkeit. Ja. Aber viele fragen sich ja, was kommt da noch für mich als Aufgabe oder was kann ich überhaupt noch Sinnvolles tun? Was wird meine Rolle sein? Mhm. So. Das vielleicht erstmal so ein bisschen als Hintergrund, um das so aufzufächern, warum das so ein zentrales Ereignis ist. So ganz konkrete Forschung zum Thema gibt es seit mehreren Jahrzehnten. Das hat sich nochmal oder hat stark nochmal Aufschwung bekommen in dem Rahmen, wie sich große Längsschnittstudien etabliert haben, also Studien, die repräsentativ sind für das jeweilige Land, in dem sie stattfinden, wo große Zahlen von Teilnehmenden mitmachen und wo eben die Teilnehmenden über einen längeren Zeitraum auch beobachtet werden. Das heißt, man kann Prozesse abbilden, ich kann gucken, wie ist die Situation vor dem Übergang in Ruhestand, was sind da für Faktoren, die wirken, und wie sieht das aus nach dem Übergang in Ruhestand. Und so gibt das wirklich inzwischen eine ganz breite Basis und eine sehr ausdifferenzierte Forschung zum Thema in den Ruhestand. Mhm. Ja, das, was an der Forschung oder die Ergebnisse aus der Forschung, die für meine Arbeit als Coach relevant sind, die beschäftigen sich, wenn ich das jetzt so ein bisschen vereinfacht ausdrücken kann, damit, wer gut rüberkommt, ja, und wem das nicht so gut gelingt. Mhm. Ja, das ist ja für mich sozusagen wichtig zu wissen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass man das heute ein bisschen anders anguckt, diesen Prozess in den Ruhestand zu gehen als früher. Also früher ist man eher davon ausgegangen, dass es verschiedene Phasen gibt, ja, durch die man geht, ähnlich bei Trauerphasen oder so krisenhaften Phasen. Und inzwischen ist man ein bisschen zu einer anderen Sichtweise gekommen. Und zwar wird das Prozesshafte sehr betont. Also der Übergang in Ruhestand ist nicht so sehr ein Ereignis, sondern es ist ein Prozess. Das wird als dynamisch verstanden. Das heißt, das kann sich verändern, ja. Und es ist vor allem ressourcenbasiert. Das heißt, dass der Übergang in Ruhestand eine stark individuelle Erfahrung ist und dass die Erfahrungen, die Menschen mit dem Übergang machen, sich vor allem dadurch voneinander unterscheiden, mit welchen Ressourcen ein Mensch ausgestattet ist oder wie gut er oder sie auf diese Ressourcen, die zur Verfügung stehen, zugreifen. Ja, wir kennen das auch aus der Krisenforschung. Also da ist es ja ganz ähnlich. Sie haben die Trauerprozesse angesprochen und auch da ist man ja der Meinung, dass das ein Prozess ist und immer individualisierter gestaltet werden muss. Genau. Ja. Ja, also vielleicht noch mal so ein paar Sätze zu dem Thema Ressourcen, weil die ja nun offensichtlich die Dinge sind, die ganz stark diesen Prozess gestalten. Und da geht man davon aus, dass Ressourcen quasi aus verschiedenen Lebensbereichen zur Verfügung stehen oder eben nicht. Und das sind einerseits so gesellschaftliche Ressourcen, da sind
quasi Politiken und Normen angesprochen, also die ganzen rechtlichen Regeln, rentenrechtlichen Regelungen, wann darf ich überhaupt in Ruhestand gehen, was sind Altersgrenzen und was sind Altersnormen. Ja, das spielt eine starke Rolle. Ich hatte in einem meiner letzten Seminare beispielsweise einen Teilnehmer, der war schon 68 und der wollte unbedingt weiter angestellt arbeiten und ist in den Verhandlungen mit seinem Arbeitgeber nicht weitergekommen. Also der musste sozusagen gehen. Das war für den eine ganz schwierige Erfahrung, quasi an diesen Regelungen zu scheitern, obwohl er weitermachen will. So, das ist natürlich eine Ressource, die was ermöglicht oder eben nicht ermöglicht. Dann geht das eher so runter auf die Ebene der Arbeitgeber. Also wenn ich in einem Betrieb arbeite, wo das Betriebsklima gut ist, wo es eine gute Personalführung gibt, dann gehe ich mit anderen Ressourcen in Ruhestand oder mein Arbeitsleben sieht anders aus und mein Abschied davon sieht anders aus, als wenn das Betriebsklima schlecht ist und die Personalführung auch. Mhm. Dann hat es viel damit zu tun, was die berufliche Tätigkeit ist. Ja, also wie sind meine Arbeitsbedingungen, sind die stressig, sind die nicht stressig, wie stark bin ich identifiziert mit dem, was ich da mache. Und dann geht es so ein bisschen rein in das Private. Also was habe ich für Beziehungen privat, habe ich da ein stützendes Umfeld, erwartet mich jemand, wenn ich nach Hause komme oder bin ich da alleine und was habe ich möglicherweise noch für Verpflichtungen. So, also Pflege der Eltern ist häufig ein Thema in dieser Lebensphase, manchmal auch Krisen der Kinder, ja, vielleicht ist da schon eine Scheidung oder noch nicht ganz abgelöst vom Elternhaus. Das sind so Dinge, die da mit reinspielen. Und dann geht's eben bis auf die Person runter. Also wie kann ich mich um meine Gesundheit kümmern? Oder wie gut ist meine Gesundheit? Und was habe ich für eine Fähigkeit, was Resilienz angeht oder Stressmanagement? Also das sind alles verschiedene Ebenen und Lebensbereiche, die alle Ressourcen zur Verfügung stellen können oder nicht. Und daran wird eben klar, wie komplex und wie individuell dieses Ruhestandsübergangserleben ist, weil das eben stark ineinander greift. Mhm. Genau, also und wenn Sie mir das so erzählen, dann habe ich den Eindruck, über einige Aspekte, obwohl ich mich ja mit dem Thema beschäftige, habe ich selber noch gar nicht nachgedacht. Also das heißt, das ist ja die Frage, wie erfahren wir davon, wie weit im Grunde die Forschung da auch ist und wie machen wir, ja, wie begeistern wir Menschen dafür, sich damit intensiver auseinanderzusetzen? Ja, also ich mache das in meinen Seminaren immer, dass ich da quasi meinen Forschungshintergrund stark mit einbringe. Ja, also nicht nur in dem Sinne, dass ich so ein paar Vorurteile versuche aufzulösen, mit denen viele in den Seminaren sitzen. Also manche haben die Erwartung, dass sie kaum, dass sie in Rente sind, gleich am Rollator gehen. Ja, das ist eher ein bisschen unrealistisch. Andere zum Thema Einsamkeit gehen davon aus, dass das vielleicht eine sehr einsame Geschichte wird. Auch das ist etwas, was man eher in höheren Lebensphasen möglicherweise erst findet. Das ist bei den Babyboomern, die jetzt in Rente gehen, eher unwahrscheinlich. Die waren immer viele. Ja, die hatten immer viele Leute um sich rum und das ist ja auch ein Potenzial, dass es viele Menschen gibt in der ähnlichen Lebensphase, mit denen man sich vernetzen kann. So. Genau, das ist das eine, was mir irgendwie wichtig ist. Und das andere, was natürlich die Forschung zur Verfügung stellt, ist eben diese Erkenntnisse, die ich erwähnt habe, welchen Menschen gelingt es nicht so gut und welchen Menschen gelingt es gut, in den Ruhestand zu gehen. Und anhand dieser Erkenntnisse wird ja so ein bisschen klar, wo ich hingucken soll. Mhm. Ja. Und wenn ich da mal drauf eingehen darf, dann sind zum Beispiel Faktoren oder Merkmale von Menschen, die ja Schwierigkeiten haben, in Ruhestand zu gehen, natürlich diejenigen, die Gesundheitsverluste erleiden in diesem Alter. Also wenn ich quasi durch meinen Gesundheitszustand eingeschränkt bin und nicht so loslegen kann, wie ich mir das vielleicht vorgenommen habe, dann ist das erstmal schwierig. Besonders schwer ist es auch für Leute, die sich stark mit der beruflichen Rolle identifizieren. Ja, die sagen, das ist mein Leben und ich weiß gar nicht, was ich ohne das bin. Also wenn es kein Pendant im Privatleben gibt, wenn wir auf die Partnerschaft gucken, dann ist es oft so, dass diejenigen, die als erstes in Rente gehen, es schwierig haben. Das ist auch immer mal noch so ein Geschlechterding. Ja, also das höre ich oft von Frauen in meinen Seminaren, wo der Mann, der ja in der Regel ein bisschen älter ist als die Frau und deswegen vielleicht auch schon eher in Ruhestand ist, dass die berichten, der Mann sitzt zu Hause und wartet, bis ich nach Hause komme. Und
dann die berufstätige Frau hat erstmal das Bedürfnis, die Füße hochzulegen, aber der Mann ist sozusagen, wartet die ganze Zeit zu Hause und kann jetzt endlich mal mit jemandem reden. Ja, das prallt dann manchmal aufeinander. Also es ist sozusagen schwierig, wenn ich in einer Partnerschaft der oder die Erste bin, die geht, in den Ruhestand geht. Mhm. Was wir auch noch sehen, ist, wenn man vor der eigentlichen Zeit in Ruhestand geht. Das ist auch ziemlich interessant, das so ein bisschen auseinander zu differenzieren, was das eigentlich bedeutet. Weil viele haben ja so die Fantasie, auch wenn mir jemand eine dicke Abfindung hinlegen würde, dann würde ich auch mit 55 in Ruhestand gehen. Das ist doch quasi das Beste, was mir passieren kann. Aber wir sehen, dass das sich gar nicht so zeigt. Und das hat auch was mit den Altersnormen, die ich vorhin angesprochen habe, zu tun. Ja? Also man geht in einem bestimmten Alter einfach nicht in Ruhestand. Das ist in der Biografie auf ein paar Jahre sozusagen verortet. Und wenn ich gegen diese Norm verstoße, dann geht's mir damit nicht gut. Ich habe immer mal Leute auch bei mir in der Beratung und das sind dann oft Männer, die berichten, die vielleicht mit 55 oder mit Ende 50 schon in Ruhestand gegangen sind und die dann sagen, wenn ich in neue Kontexte reinbegebe, dann versuche ich das zu verschweigen, dass ich schon in Rente bin, weil die Reaktion meistens nicht so schön ist. Mhm. So, also das ist unangenehm, darüber zu sprechen. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Gibt es denn Zahlen darüber, welche oder wie viele, besser gesagt, wie viele von diesen Menschen, Männern, die Sie gerade beschrieben haben, nochmal ein neues berufliches Standbein sich aufbauen? Das ist eine gute Frage. Also so ganz spezifisch auf diese Situation zu geschnitten oder auf diese Gruppe von Männern, weiß ich das nicht. Mhm. Was wir aber wissen über das, wer eher im Ruhestand nochmal erwerbstätig ist, das sind eher die Hochgebildeten, das sind diejenigen, die gesund sind und das sind eher die Männer. So, das wissen wir. Aber jetzt spezifisch diese Gruppe, die vielleicht in Anführungsstrichen zu früh rausgeht und das kompensiert über eine spätere Erwerbstätigkeit, das kann ich jetzt so genau nicht, ich nicht, ist mir nicht bekannt, eine Studie über diese konkrete Gruppe. Ja. Mhm. Ich glaube, was wir sehen, ist ja, dass die Zahlen der Menschen, die so einen Weg einschlagen, dass die auf jeden Fall steigt, also mehr wird, wobei wir da noch weit hinter Japan als Beispiel oder den USA sind, wo das viel gesellschaftlich anerkannter ist, wenn ich mit über 60 nochmal gründe zum Beispiel. Ja, wobei ich jetzt, glaube ich, weder Japan noch die USA da als Vorbild mir angucken wollen würde. Also einfach aufgrund der unterschiedlichen Arbeitsethik oder der Motivationen, da arbeiten zu gehen. Also in den USA könnte ich mir vorstellen, dass das stark finanziell motiviert ist, ne? Dass das eher ein bisschen aus der Not heraus passiert. Da sehen wir ja für Deutschland, dass die finanziellen Anreize, nochmal arbeiten zu gehen, zwar schon wichtig sind, aber nicht das Wichtigste. Und in Japan ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte mit einem Arbeitsethos, wo sozusagen man ja quasi mit dem Betrieb verheiratet ist, ja, und Arbeitslosigkeit sehr stigmatisiert ist in Japan. Also die Arbeitslosigkeitsrate in Japan ist so gering, weil alle in guten Jobs sind, sondern weil viele Jobs geschaffen werden, um die Leute beschäftigt zu halten. Also ich war selber mal in Japan, deswegen finde ich das gerade total spannend. Ja. Da sieht man manchmal an Baustellen, dass da 3-4 Männer positioniert sind im Abstand von 2 Metern, die Baustelle bewachen. Sowas sieht man in Deutschland nicht. Oder Männer, die in Uniform stehen und die Ausfahrt eines Parkhauses sozusagen bewachen und die Autos rauswinken. Und das sind alles Maßnahmen, um Arbeit zu schaffen, weil es stigmatisiert ist, in Japan nicht zu arbeiten. Und deswegen würde ich, glaube ich, das ungern mir als Vorbild nehmen. Ja. Ja. Ist es denn ein Lösungsversuch, nochmal sich eine Tätigkeit zu suchen, auch in Deutschland? Wie ist da Ihre Erfahrung? Also die Motivation für Leute im Ruhestand nochmal zu arbeiten ist ja weniger tatsächlich das Geld verdienen, sondern das im Kontakt bleiben mit anderen, eine Aufgabe zu haben, also sich als sinnhaft zu empfinden und eine Aufgabe zu haben. Das finde ich durchaus eine gute Idee. Ja? Also jemand, der das für sich braucht, um
um gut rüberzukommen, den würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Was ich aber auch empfehlen würde, ist, also auch mal hinzugucken, was vermeide ich damit? Mhm. Also wenn ich mich beschäftigt halte, gibt es vielleicht Dinge, auf die ich nicht gucken muss, solange ich mich beschäftigt halte. Ja, also solange das quasi eine freie Entscheidung ist und ich auch gut damit klarkommen kann, es irgendwann zu lassen, dann spricht da aus meiner Sicht nichts dagegen. Mhm. Wenn das so einen Charakter hat wie, naja, ich muss hier weiterarbeiten, weil sonst müsste ich mich vielleicht damit beschäftigen, dass ich mich neben meinem Beruf um nichts gekümmert habe im Leben, dann ist das ein bisschen was anderes. Mhm. Ja, ich kenne es auch so, dass manchmal die Menschen nochmal so eine richtige Vision haben oder sich einen Traum verwirklichen wollen, den sie zum Beispiel in der Mitte des Lebens aufgrund von Verpflichtungen nicht sich ermöglichen konnten. Ja. Genau, also das kenne ich auch, dass Leute, die sehr engagiert im Beruf waren, das, was sie antreibt, nochmal in einem anderen Kontext machen zu wollen. Ja. Mhm. Oder ein Projekt auf die Beine zu stellen, wobei es da dann weniger ums Geld verdienen geht, sondern ja um eine Idee in die Welt zu bringen, so wie Sie es beschrieben haben. Ja, genau. Ich habe für mich so ganz privat auch im Kopf, dass ich, glaube ich, sehr schätzen würde, die Zeitsouveränität, die ich habe, wenn ich in Rente bin. Also, dass ich sozusagen nicht mehr muss, sondern mich frei entscheiden kann. Das scheint mir zumindest für mich ein wichtiger Wert zu sein. Ja, auf jeden Fall. Und das ist aber auch gleichzeitig eine große Herausforderung für ganz viele. Also wenn Sie von Zeitsouveränität sprechen, dann klingt das für mich so, dass Sie damit gut klarkommen, wenn Ihnen niemand eine Struktur vorgibt. Das ist für viele aber eine Schwierigkeit, das selber in die Hand zu nehmen. Also gerade dann, wenn ich viel fremdbestimmt gearbeitet habe und da überhaupt nicht herausgefordert war, meine Arbeitsstrukturen irgendwie selber mitzugestalten. So. Ja. Ich habe es nicht eingeübt sozusagen und hatte nicht die Rahmung dafür. Ja, genau. Was ich bei Ihnen so spannend fand auch, als ich so auch geschaut habe, was Sie so machen, dass Sie quasi das, was Sie als Wissenschaftlerin gelernt haben, ja jetzt in die Praxis umsetzen. Und Sie sind ja noch in der Mitte des Lebens, wenn ich richtig das im Kopf habe. Das heißt, noch relativ jung im Vergleich zu mir. Und ja, und dennoch scheint es Ihnen ein totales Anliegen zu sein. Und Sie machen das ja auch, wenn ich das richtig wahrgenommen habe, mit viel Leidenschaft und auch mit Erfolg. Wie sah der Weg dahin aus? Und was ist draus geworden? Ja, also ich hätte gut bis zu meiner eigenen Rente auf der Stelle bleiben können, auf der ich war. Mhm. Also das war eine sichere Stelle, die war auch nicht schlecht bezahlt, weil ich Leitungsaufgaben hatte. Und trotzdem habe ich gemerkt, dass ich weg vom Schreibtisch und vom Computer wollte. Das war für mich eine ganz starke Motivation. Ich wollte quasi so hin zum echten Leben, ja, und zum direkten Kontakt mit den Menschen, mit denen ich jetzt zu tun habe. Dass der thematische Fokus dann sich so ergeben hat, das lag irgendwie auf der Hand. Ja, also diese Verbindung von dem, wo ich mich einfach auskenne. Und dann hat es natürlich auch was damit zu tun, dass ich meine eigenen Eltern beobachtet habe beim Übergang in Ruhestand, dass ich deren Freundeskreis beobachtet habe und dann natürlich auch so ein bisschen geguckt habe, wie kann ich mich auf dem Markt für Coaching positionieren. Ja, das ist natürlich auch eine Idee gewesen. Und da passte das alles total gut zusammen. Was ich aber auch spannend finde in meiner Arbeit, ist, dass es, sobald wir konkret sprechen oder ich konkret spreche mit den Menschen, entweder im Einzelcoaching oder im Seminarkontext, dass es dann oftmals ziemlich schnell weggeht von dem konkreten Übergang in Ruhestand, sondern dass da Lebensthemen angetriggert werden durch dieses Ereignis. Also da geht es dann um Dinge wie, wie gut kann ich eigentlich einstehen für das, was ich wirklich möchte? Oder wo habe ich zu oft Ja gesagt in meinem Leben, obwohl ich mal hätte Nein sagen sollen? Oder wo kann ich nochmal was ganz Neues wagen, weil ich immer mich zurückgehalten habe? Oder wichtiges Thema Partnerschaft. Wie finden wir da nochmal zusammen? Das finde ich spannend, dass es eigentlich um Erfahrungen geht, die dann mit dem Konkreten
Arbeitsleben gar nicht mehr so viel zu tun haben. Und das genieße ich sehr, weil das für mich ja auch lehrreich ist. Ja, also für mich ist es ein bisschen wie ein Blick in meine eigene Zukunft, dass ich jetzt schon mitkriege, was Leute beschäftigt und wie die damit umgehen. Und auch natürlich zu merken, dass Leuten das tatsächlich was bringt, also dass sie aus dem Seminar rausgehen und sagen, Mensch, das hat mir total was gebracht. Ich weiß, ich bin auf dem richtigen Weg. Ja, das sind diejenigen, die schon sowieso sich gut gekümmert haben um sich selber. Oder die sagen, da habe ich jetzt echt Impulse gekriegt und ich weiß, was meine Baustellen sind, wo ich nochmal hingucken muss. Also das ist einfach ein ganz anderes Arbeiten als das wissenschaftliche Arbeiten, wo es dieses direkte Feedback nicht gibt. Ja, das ist so das, was mir daran besonders Spaß macht. Was ich auch interessant finde in dem, was Sie gerade gesagt haben, dass es so die alltäglichen Themen sind, die nochmal neu aufpoppen, nochmal neu bedeutsam werden für die Menschen, gerade in diesem Übergang. Ja, alltäglich würde ich es gar nicht nennen, sondern eher so die größeren Lebensthemen, vielleicht so die roten Fäden, die sich so durchziehen. Ja. Okay, ja. Das ist es eher. Ja. Es gibt ja diese Begriffe, mit denen habe ich mich auch ein bisschen beschäftigt, also Selbstverantwortung, Proaktivität und Generativität. Welche Erfahrungen machen Sie denn in diesem Kontext, in Ihren Seminaren oder auch in Einzelgesprächen? Also das verbindet auch ganz gut die Forschung und die Praxis, weil die Forschung auch sagt, da sind wir vorhin gar nicht weiter drauf eingegangen, was sozusagen die Faktoren sind, die eine gute Anpassung begünstigen. Und einer der Faktoren ist tatsächlich, sich auf den Ruhestand vorzubereiten, also aktiv hinzugucken, das ernst zu nehmen, das zu planen, das nicht so einfach auf sich zukommen zu lassen. Eine Studie hat tatsächlich solche Vorbereitungskurse empfohlen, wie ich die mache. Und da kommt ja sowas wie Selbstverantwortung schon mal ganz stark rein und Proaktivität. Also wenn die Person sich nicht selber drum kümmert, wer soll es sonst machen? Das kann niemand anders machen. Und das ist ja eigentlich auch die Chance, die es dazu ergreifen gibt, beim Übergang in den Ruhestand, dass ich dann die Möglichkeit habe, nochmal Dinge genau so zu machen, wie ich das gerne möchte. In Bezug auf Generativität, ja, also was weitergeben, das merke ich auch immer wieder. Also einerseits in Bezug auf den Arbeitgeber, also da sind solche Themen angesprochen wie Staffelstab übergeben an die Nachfolge, an Wissen sichern, Wissenstransfer machen, dass das für viele eine Rolle spielt. Also gerade Leute, die in einem Arbeitsbereich gearbeitet haben, den sie mitgestalten konnten, die so was Eigenes in die Welt gebracht haben. Für die ist das ganz arg, wenn die nicht wissen, wer die Nachfolge antritt und ob die Nachfolge das irgendwie in ihrem Sinne weiterleitet. Das ist so ein Aspekt von Generativität. Und im Ruhestand angekommen, höre ich das auch ganz oft, dass Leute sagen, ich möchte was weitergeben. Also ich möchte was an die Jungen weitergeben, sei es in der eigenen Familie, ich möchte mich um die Enkelkinder kümmern oder ich möchte was mit jüngeren Menschen machen oder mit Menschen im gleichen Alter und da was weitergeben. Ja. Und Selbstverantwortung hatten Sie ja auch noch genannt. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Also im Prinzip könnte man über meine Seminare auch das Thema Selbstmanagement drüber schreiben, weil ich im Prinzip das mit den Leuten in den Seminaren übe, zu gucken, wo will ich eigentlich hin. Ja, also ich kann mich nur als selbstverantwortlich und selbstbestimmt erleben, wenn ich ein Ziel habe, sonst eiere ich irgendwie rum. Das heißt, es ist wichtig, sich Ziele zu setzen, zu gucken, was habe ich für Ressourcen zur Verfügung, um diese Ziele zu erreichen. Was sind vielleicht möglicherweise Herausforderungen, die mir da im Weg stehen und wie kann ich mit denen umgehen? So. Und im Prinzip sind alle diese Themen Ergebnisse der Forschung, dass man sagt, das sind wichtige Eigenschaften einer Person, die begünstigen, dass jemand den Übergang gut schafft. Und deswegen versuche ich das auch in meinen Seminaren zentral zu machen, diese Themen. Wie kann ich mir das so praktisch vorstellen? Also wie erleben Sie das? Sind die Leute, die zu Ihnen kommen, das sind ja die, die sich quasi entschieden haben, ich mache sowas, ich setze mich damit auseinander. Wie erleben Sie das generell in unserer Gesellschaft, sage ich mal in Anführungsstrichen? Wie bereit sind wir Deutschen, uns damit zu beschäftigen?
Puh, das ist eine große Frage. Wie bereit sind wir Deutschen dazu? Aber Sie sprechen ein wichtiges Thema an. Also natürlich selektieren sich die Leute in meine Kurse rein, die das schon für sich als Thema erkannt haben. Mhm. Und diejenigen, die es wahrscheinlich am nötigsten bräuchten, die gehen wahrscheinlich nicht in so einen Kurs, weil das eine Vermeidungsstrategie ist, da nicht hinzugucken. Und ich habe es natürlich auch nur mit den Leuten zu tun in meinen Seminaren, die sich schon dafür interessieren. Deswegen kann ich das jetzt schwer auf der Ebene der Gesellschaft sagen. Was wir wissen aus Studien ist, dass nur gut die Hälfte plant, was auch immer dann planen heißt. Ja, das wissen wir ja auch, wenn man so fragt, was planen die Leute denn? Dann sind das vor allem Reisen, Freizeitaktivitäten, in den Garten gehen oder sowas. An relativ später Stelle kommt übrigens Zeit mit dem Partner verbringen, was ich auch sehr aufschlussreich finde. Wenn ich das so von Arbeitgeberseite angucke, dann gibt's bestimmt eine ganze Menge von Betrieben, die das Thema schon sehr erkannt haben und da sehr engagiert sind und sich um die älteren Mitarbeitenden gut kümmern bis zum Schluss. Und es gibt aber auch Branchen, wo das noch sehr brach liegt und wo eine große Frustration bei den Älteren ist. Ja. Also ich kann es, glaube ich, so zusammenfassen, dass es gut wäre, wenn wir dafür auch noch was tun würden, damit das quasi, wie soll ich sagen, anerkannter, üblicher ist, sich proaktiv auseinanderzusetzen mit dieser Phase, mit diesem Lebensübergang. Das empfehle ich ganz dringend, ja. Ja. Und eben auf verschiedenen Ebenen. Also das hat ja einerseits was Organisatorisches, ja, also ich muss irgendwie mit meinem Arbeitgeber sprechen. Ich muss mir überlegen, wie soll mein Abschied aussehen, ja, welche Regelungen muss ich irgendwie beachten, welche Anträge muss ich wem, wo, wie, wann einreichen, ja? Und dann aber eben auch so andere Aspekte, gibt es vielleicht irgendwas aus meinem Berufsleben, was ich rüber retten will, also was macht meine Arbeit für mich interessant, mit welchen Kollegen will ich in Kontakt bleiben, wie lange will ich mich erstmal erholen und wann lege ich mit was los, solche Dinge. Ja. Ja, genau. Ich habe in meinem Umfeld auch Menschen, die jetzt so vor einem Jahr, anderthalb Jahren in Rente gegangen sind, und ich erlebe da auch ganz unterschiedliche Umgänge damit. Also jeder macht es irgendwie ein bisschen anders, und ich erlebe auch den einen gelingt es ein bisschen besser, den anderen, die haben mehr Schwierigkeiten. Was würden Sie denn jemanden empfehlen, der quasi so etwas mitbekommt, bei einem Freund, bei einem Nachbar, wenn ich das Gefühl habe, die oder der leidet auch ein bisschen unter der Situation. Was würden Sie empfehlen? Also einfach ansprechen oder? Ja, da würde ich das empfehlen, was ich, glaube ich, bei allen anderen Schwierigkeiten auch empfehlen würde. Also da sein, zuhören, nicht kritisieren, Hilfe anbieten. Und der Betroffene oder die Betroffene muss es ja selber wollen. So, das muss ja sozusagen aus der Person heraus motiviert sein. Ansonsten würde ich einfach begleitend da sein. Ja, also ich merke das immer mal, dass so, man nennt das ja geschickte Klienten, ja, nicht geschickt im Sinne von pfiffig, sondern geschickt, dass die in die Beratung geschickt werden. Also ich habe das immer mal, ich mache das heute nicht mehr, dass Ehefrauen Gutscheine bei mir kaufen und die dann zu Weihnachten an ihre Männer verschenken fürs Coaching. Ja. Und das haut halt nicht hin, weil wenn der Mann das für sich selber nicht als Aufgabe sieht und das vielleicht, ja, was auch immer in dieser Partnerschaft passiert, ja, dass vielleicht das in der Dynamik eine Schwierigkeit gibt, mit Leuten, die sozusagen nicht selber motiviert sind und das für sich nicht als Schwierigkeit erkennen, mit denen kann ich auch nicht arbeiten im Coaching. Und ansonsten würde ich denken, einfach an die Hand nehmen. Ja, also wenn jemand irgendwie so ein bisschen in die depressive Verstimmung abrutscht, einfach Aktivitäten anbieten, da sein, ja, solche Dinge. Ja, genau. Sie sind ja Soziologin. Wenn Sie unser Land vergleichen, zum Beispiel, mir fällt die Schweiz ein, auch weil da eben eine bekannte Alternsforscherin herkommt, die Pascalina Pericciello. Wie würden Sie sagen, wie weit sind wir mit diesem Thema?
Mit dem Thema, mit welchem Thema genau? Mit dem Thema Übergang in den Ruhestand gut gestalten. Auf welcher Ebene setzt die Frage an? Ja, ganz auf der wirklich praktischen. Ich habe den Eindruck, dass in der Schweiz, also das ist mein laienhafter Eindruck, aber weil ich mich ja jetzt seit gutem Jahr mit diesem Thema beschäftige, habe ich schon den Eindruck, da wird auch gesellschaftlich viel getan. Also da gibt es viele Angebote. Und wenn ich das vergleiche quasi mit Deutschland, habe ich den Eindruck, da sind wir noch sehr am Anfang. Ja, okay, jetzt ist es mir ein bisschen klarer. Also in Bezug auf die arbeitgeberseitige Aufgabe, da Dinge anzubieten. Ich glaube, da ist es noch ein sehr bunter Teppich in Deutschland. Ja, manche, die das sehr gut machen und andere, die das nicht so gut machen. Was so außerbetriebliche Angebote angeht, da habe ich in Deutschland den Eindruck, also so ging es mir zumindest, als ich angefangen habe, sozusagen zu gucken, wo finde ich meine Klientel. Und ganz viel quasi in Berlin und Brandenburg unterwegs war und Veranstaltungen besucht habe, ist mir aufgefallen, dass überall, wo Senioren draufsteht, nicht die Leute drin sind, um die es mir geht. So, also es gibt sowas, in Deutschland ist so mein Eindruck, was mit Senioren zu tun hat. Und davor, also so diese Phase, ich würde jetzt mal sagen, zwischen Ruhestandsübergang und dem Alter von 70, 75, da ist für mich ein bisschen eine Lücke. Also da finde ich, wird die Zielgruppe nicht so sehr angesprochen. Dann kommt irgendwann quasi dieses, wo man den Seniorenstempel draufpacken kann. Deswegen, also ich verteile in meinen Seminaren auch immer eine Liste mit Adressen, Institutionen, wo Veranstaltungen angeboten werden. Und das sind aber keine auf diese Altersphase zugeschnittenen Angebote, sondern da geht es eher nach Interessen. So, und warne in meinen Kursen eher ein bisschen vor diesen Seniorenangeboten, weil das für die Altersgruppe, mit denen ich das da zu tun habe, noch nicht so richtig passt. Ja. Das heißt, da entwickelt sich erst langsam etwas. Genau, das ist mein Eindruck und ich habe das Gefühl, das ist auch das, was ich in meinen Seminaren immer wieder höre, vor allem von Frauen tatsächlich, die sagen, ich bin einfach völlig anders, als meine Mutter das ist oder mein Vater das ist. Wenn ich mir Fotos angucke, wie die aussahen und wie die gelebt haben, als sie 60 waren, das ist eine völlig andere Nummer. Und deswegen fehlt vielen Leuten häufig so ein Vorbild, ja, wie das aussehen kann, gut alt zu werden. Und da denke ich, dass die heutigen Alten in einer gewissen Weise oder älter werdenden in einer gewissen Weise auch Pioniere sind, ja, die da erst eine neue Kultur so mitschaffen müssen auch, ja, oder eben auch können, ja, je nachdem, wie man es sieht. Aber das merke ich so, dass das immer mal wieder kommt. Ich mache das ganz anders als meine Eltern, aber ich habe wenig Orientierung im Außen. Ich finde den Begriff so schön, den Sie dafür finden, nämlich Pioniere. Das hört sich so selbstverantwortlich, proaktiv an und nach was Neuem. Genau, nach Gestaltungsfreiraum auch. Genau. Ja, spannend. Dann sind Sie Pionierin. Ich? Ja, auch. Okay. Also, weil Sie ja Menschen, die quasi, sich damit auseinandersetzen wollen, auch dieses Pionierbild anbieten fürs eigene Älterwerden. Ja, nehme ich gerne so mit. Ja, ich habe ja das Glück, heute eine wirkliche Expertin und Alternsforscherin da zu haben. Was würden Sie denn sagen, sind noch die gesellschaftlichen Herausforderungen rund um das Älterwerden? Oder vielleicht ein bisschen persönlicher gefragt, was ist Ihre Version einer Gesellschaft mit einer Kultur des Pro-Aging, wie ich das nenne? Ja, also ich glaube, so auf der gesellschaftlichen Ebene sind die Herausforderungen ja ziemlich klar. Das ist das, was wir in der Zeitung lesen. Also wie können die Renten finanziert werden? Wie gehen wir mit steigenden Zahlen von Pflegebedürftigen um? Und was jetzt so meine persönliche Vision ist, weiß ich gar nicht, ob ich das so auf eine gesellschaftliche Ebene formulieren kann. Aber ich glaube, es lässt sich trotzdem verallgemeinern, weil ich denke, dass es im Leben und in jeder Lebensphase und vielleicht besonders in Umbruchssituationen wie dem Übergang in Ruhestand darum geht, das zu sehen, was wirklich ist. Also ich bin eine starke Verfechterin eines realistischen Blicks. Ja. Und
wir sprechen beim Älterwerden ja auch von der sogenannten Janusköpfigkeit, weil es eben beides hat. Das Älterwerden bringt Gewinne und es bringt Verluste. Und ich glaube, ich wünsche mir eine Gesellschaft, wenn ich das nochmal so formulieren soll, die das in jeder Lebensphase ermöglicht, auf das Leben so zu gucken, wie es tatsächlich ist und nicht mit Anrufungen und Erwartungen an Leute heranzutreten, wie sie sein sollen, sondern dass Leute so sein können, wie sie sein wollen und wie sie sind. Mhm. Ja, das wird eine bunte Zeit, wenn ich das so auf mich wirken lasse. Und ich finde den Satz total klasse, das zu sehen, was wirklich ist. Das berührt mich sehr und ich glaube, der macht auch Mut fürs eigene Älterwerden, für den eigenen Übergang in die dritte Lebensphase. Ja, genau, weil ich denke, der eingeschränkte Blick darauf, entweder auf die Gewinne oder auf die Verluste, ist ja auch nicht realistisch. Mhm. Ich muss mich mit dem auseinandersetzen, was mir verloren geht und was an Herausforderungen auf mich zukommen wird, früher oder später. Ich tue mir keinen Gefallen, wenn ich da weggucke. Mhm. Und ich tue mir auch keinen Gefallen, wenn ich mich selber einschränke. Also das zuzulassen und das zu genießen, dass ich nochmal neu loslegen darf. Mhm. Mhm. Also haben wir quasi was zu lernen in diesem Übergang? Und wir haben aber auch eine Menge Chancen. Genau. Ja, ich sage herzlichen Dank, Frau Dr. Katharina Mahne, für das tolle Gespräch. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, tschüss. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war's heute auch schon mit dem Hörmagazin für Menschen in der dritten Lebensphase. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie unseren Podcast auf der Homepage www.gelassen-älter-werden.de. Finden Sie unser Magazin und weitere Informationen. Noch mehr von uns gibt's übrigens auf YouTube, Facebook und Instagram. Über Rückmeldungen und Anregungen freuen wir uns immer. Und empfehlen Sie uns gern weiter, denn welcher Silver Ager möchte nicht inspiriert und gelassen älter werden? Bleiben Sie gesund und gelassen und bis zum nächsten Mal, sagt Ihr Bertram Kaspar.